Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer weiteren Folge Let's Build Minecraft Pistenhaus. Und ja, in der letzten Episode ist es nicht so ganz klar geworden, was jetzt eigentlich Let's Build Pistenhaus ist. Das wollte ich jetzt in der Episode mal ein bisschen klarstellen. Und vor allen Dingen möchte ich aus dieser Hülle raus und wieder zu meiner ursprünglichen Base, also dieses kleine Stück Scheiße, was ich da gebaut habe, zurückkommen und ein bisschen vorbereiten an Farmen etc. Ich würde vorstellen, ich fange erstmal an, was eigentlich ein Pistenhaus ist. Die gesamte Idee stammt von Methos, der auch letztes Mal dabei war. Und zwar hatte er es so gemacht, er hat am Anfang ganz früh begonnen, riesige Gebilde zu bauen von zum Beispiel Strukturen wie einem Truck, einer Cola-Dose etc. Und hat das wirklich echt gut umgesetzt mit kleinen raffinierten Redstone-Schaltungen, die halt das Ganze ein bisschen aufgepeppt haben. Und er hatte mich gefragt. LOL! Wie? Was war mit dem falsch? Was war mit dem Enderman falsch? Heilige Handgranate. Aber auf jeden Fall, er hatte die Idee jetzt quasi. Ich mache mir jetzt erstmal am besten dann Rüstung. Wenn jetzt so ein Enderman hier schon anfängt, Amok zu laufen. Er hatte die Idee, ein Pistenhaus, das heißt ein riesiges Gebilde in Minecraft zu bauen, und zwar Survival. Er hatte das bis jetzt immer mit Kreativmodus gemacht und er möchte das jetzt in Survival machen und hat mich dazu eingeladen. Ziemlich nett und awesome von ihm, wie ich finde. Und ja, ich bin der Typ, der hauptsächlich Survival spielen wird und die Sachen erfarmen wird für das gesamte Zeugs. Und ja, ich bin auch zusätzlich noch für Redstone zuständig, das heißt, falls es irgendwie heißt, entwickelt mal bitte eine Schaltung dafür, bin ich einer der Ansprechpartner, die da mithelfen werden. Und ja, dann würde ich vorschlagen, bauen wir uns erstmal weiter. Und was gibt es noch zu sagen? Eigentlich sonst nichts. Ihr habt gemerkt, ich habe in der letzten Episode ein wenig geredet. Das liegt einfach daran, da ich nicht viel rede. Wenn ich mit mehreren Leuten da bin und die anderen einfach reden, dann denke ich mir so, okay, wenn die reden, dann brauche ich nicht reden. Und dementsprechend habe ich dann eigentlich nicht sehr viel geredet. Also ich bin jetzt nicht der Typ, der hier so stille Videos bringt, wo einfach gar nicht gesprochen wird. Ich bin einfach der Typ, der nur dann redet, wenn es auch wirklich vonnöten ist. Und ja, deswegen wisst ihr auf jeden Fall schon mal Bescheid. So, machen wir uns schon mal Rüstung. Für die anderen kann ich ja dann auch Rüstung machen. Sollte eigentlich genügen an Eisen. Haben wir eigentlich genug. Da 28, glaube ich, braucht man dafür. Haben wir auf jeden Fall für jeden schon mal Rüstung. Ah ne, wir sind mehrere Leute. Es machen nämlich noch zwei andere mit, der Rush und der Donkey Kong, so heißen die. Und die waren letztes Mal nicht dabei. Die kommen aber noch. Mal gucken, wann die kommen werden. Und für die alle werde ich halt ein bisschen so die Ausrüstung machen. So, dann haben wir auf jeden Fall schon mal den Helm. Und dann mache ich mir noch ein Schwert, würde ich vorschlagen. Wenn das Feuer reicht noch, hoffentlich. Reicht das Feuer noch? So, das sieht doch schon mal gut aus. So, habe ich doch schon mal ein Eisenschwert. Durability von 3. Ach komm, werfen wir das doch weg. So, und dann tun wir das auf den ersten Slot. So, das können wir auch schon mal abbauen. Und das auch. So, alles klar. Dann dürfte uns der Enderman auch kein Problem mehr darstellen. Und wir können ein bisschen Kohle farmen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Enderman ist. Ich gehe jetzt eigentlich davon aus, dass jede Sekunde sich hinter mir teleportiert und dass ich da nach hinten schlage. Oder dass dieser Creeper hier anfängt, mich anzugreifen. Na komm, stirb einfach. Dankeschön. Oh. Hier gehen aber schon die Monster, muss ich sagen. Wir haben Mob Griefing ausgeschaltet aus dem ganz einfachen Grund, falls ein Gebilde da ist, dass kein Creeper uns auf einmal das Gebilde kaputt macht, weil das wirklich sonst zu krass wäre, weil es wirklich ein sehr großes und komplexes Produkt sein wird, was wir da bekommen werden. Und ja, ich werde jetzt übrigens jeden Tag eine Folge hochladen. Mal gucken, wie ich die Folgen schneiden werde, ob es 15 Minuten sein werden. Die komplette Folge wird jetzt an einem Stück kommen, wie ich hier noch ein bisschen farme und wie ich wieder zu Hause bin. Und wenn wir dann zu Hause sind, das wäre dann quasi morgen, das ist am Mittwoch, kommt dann eine Folge, wo ich halt Eisen schmelze und schon ein bisschen Zeugs vorbereite. Das nehme ich jetzt gleich alles an einem Stück auf, weil ich jetzt gerade Zeit habe und kann nämlich am Stören ist. Heute ist Sonntag, für diejenigen, die es interessiert, juckt zwar eh keinen, aber ich sag's einfach mal.
So, ich würde gerne gar nichts wegwerfen. Ich bin so ein richtiger Messi, was das angeht. Für den Anfang vor allen Dingen. Und kam gerade eben von der Arbeit wieder, sitzt hier noch im Hemd mit schwarzer Hose, so richtig Business-Style. Und wollte eventuell heute noch ins Schwimmbad gehen, um mein Sportabzeichen zu trainieren. Es ist so, ich bin der absolute nicht sportliche Typ. Und ich habe einfach mal in Kraft Gold bekommen, weil ich mich an einem Reck ohne Hilfe quasi hochstemmen kann. Also quasi, ich schwinge meine Beine so nach vorne, dass ich um die Stange rumkomme. Kopfüber. Und das ist halt eigentlich eine reine Techniksache. Und so kriegt man halt voll leicht das Kraft hin. Und dann hat man schon Gold. Koordination, ich bin ein sehr langer Mensch. Und halt auch eigentlich der Techniktyp. Und bei Hochsprung kannst du so einfach, ich musste eins, auf jeden Fall ziemlich hoch, 1,40, 1,50, sowas, musste ich quasi springen. Also hoch, ne? Also die Stange ist 1,50 hoch oder sowas. Und da musste ich dann drüber springen. Mit halt Kopf nach vorne und dann halt so Rücken komisch krümmen. Schaut euch auf jeden Fall mal den Hochsprung-Weltrekord an. Das ist ja sowas von krass, wie hoch die springen können. Das ist ja sowas von krass. Krass, einfach mal zweimal gesagt. Ja, und dann habe ich in Sprint, habe ich seltsamerweise Silber bekommen. Keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe. Ich habe es auf jeden Fall hinbekommen. Na, kommt. Nein, Creeper, du machst hier nichts kaputt. Dann machst du nichts kaputt, aber ich will deinen Gunpowder und deine EP. Und ja, ich war einfach schnell genug für Silber. Und ja, es fehlt mir eigentlich nur noch Ausdauer und das wäre halt Laufen. Ich kann aber nicht so schnell, weil die Anforderungen echt hoch sind bei Laufen, bei Ausdauer. Habe ich gesagt, mache ich, es gibt immer so Alternativen. Zum Beispiel Kraft kann man Kugelstoß noch machen oder Medizinball werfen. Medizinball werfen hätte ich seltsamerweise auch Kraft Gold gehabt. Aber nur, warum dann nicht diesen Hochsprung machen? Bekommt man aber eh alles notiert quasi. Geht alles in die Sportnote mit ein. Ich hatte nichts Tolles, um jetzt die Skelette irgendwie auszuschalten. Und ja, deswegen muss ich jetzt erstmal die Ausdauer trainieren, weil man eben jetzt bei Schwimmen als Alternative nehmen kann für Ausdauer. Deswegen nehme ich halt Schwimmen, weil es angeblich besser ist. Und ich habe jetzt ausgerechnet, eine Bahn, wie viel sind das? 20, 30 Meter oder so in 30 Sekunden. Auf jeden Fall schaffe ich das locker. 30 Sekunden quasi eine Bahn in so einem normalen Schwimmbad. Das dürfte eigentlich kein Problem sein für mich. Ich bin zwar nicht so der extrem gute Schwimmer, aber ich bin halt eher der Techniktyp, ne? Und da kann man das halt gut ausleben. Bei solchen Disziplinen. Und wir haben einen Minenschacht gefunden. Das ist schön. Dann gehen wir da auf jeden Fall gleich rein. Aber vorher gucke ich noch hier unten. Weil das zum Beispiel hier... eine Schlucht. Ich weiß natürlich jetzt nicht, auf welche Höhe diese Schlucht geht. Sieht aber nicht auf Diamantenhöhe aus. Höhe 30. Nee, das wird keine Diamantenhöhe sein. Dann gehen wir jetzt in den Minenschacht. Habe ich schon Stack voll? Nein, habe ich nicht. Das wird jetzt aber knapp mit den Stacks. Oh. Crafting Table. Machen wir den Ofen dahin. So. Und schmelzen erstmal wieder ein bisschen Eisen. So. Weil dann können wir uns jetzt hier noch ein bisschen das Eisen besorgen und die Kohle, während das noch ein bisschen schmilzt. Können wir erstmal nur ein immer wieder schmelzen. So, dann mache ich jetzt noch die Spitzhacke. Alles klar. Und dann begebe ich mich mal wieder ans Abbauen. Das wird jetzt erstmal die Folge sein, quasi. Das wird der Inhalt, aber wir haben jetzt einen Minenschacht. Das heißt, es wird auch ein bisschen... wir haben auch Gold. Das ist auch schön. Wenn ich dann jetzt theoretisch gesehen in den Nether komme und im Minenschacht Melonen finde, kriegen wir auf jeden Fall schon mal Instant-Heiltränke. Das ist sehr nice. So, es ist jetzt auch scheißegal, wie lange die Folge geht, ob ich jetzt quasi, wenn der Minenschacht endet, dann gehe ich... Ich will auf jeden Fall Diamanten finden heute noch in der Folge. Das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel und ich werde es erreichen. I have a dream. That one day I will do my homeworks until the next day.
Seid ihr auch so Aufschieber, die ihre Hausaufgaben einfach mal so richtig aufschieben? Immer so eine Stunde, wenn ich Freistunde habe, tue ich das immer quasi auf die Freistunde davor legen. Dass ich muss vor allen Dingen nie Hausaufgaben zu Hause machen, weil ich alles in der Schule erledigen kann, weil ich wirklich einen Stundenplan von dem Minenfeld habe. Das ist schon echt krass. Und deswegen kann ich alle Hausaufgaben in den Freistunden machen. Deswegen muss ich nie was zu Hause machen. Das ist schon sehr praktisch. Aber wenn ich theoretisch gesehen... Ja, es wäre besser, wenn ich weniger Freistunden hätte. Weil wenn ich keine Hausaufgaben mehr auf hätte... Wenn ich keine Freistunden hätte, könnte ich die Hausaufgaben zu Hause machen. Und blablabla. Und so viel Brot brauche ich nicht. Ein Stück. So viel. Okay, wir können auf jeden Fall Strings mitnehmen. Das mache ich auf jeden Fall. Hier könnte ein Huhn drin sein. Wehe, da ist kein Huhn drin. Ja, ein Stück Erde kann weg. So, oh, da ist schon ein Minecart. So, ein bisschen Kohle können wir auch mitnehmen. Statt dass ich jetzt ins Minecart gucke, erstmal was Kohle farmen. Ist ja auch viel cooler. Ich habe irgendwie ziemlich viele Frame-Einbrüche. Teilweise fällt mir gerade eben auf. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Es lägt auch zwischendurch schon echt extrem. Jetzt guck doch mal in die Kiste rein. Nein. Erst die Kohle. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Da werde ich schon fast von Kies erschlagen, weil ich das nicht mache. Die Ader ist aber riesig groß. Die Ader möchte es hinauszögern, dass ich die Kiste öffne. Also die ist echt verdammt fett. Und hier mit einer Glücksspitzhacke, das wäre so geil. So wäre das richtig nice. So. Ich hatte das Gefühl, dahinter ist jetzt Gravel. Nein, ist er nicht. Ich bin auch so noch einer, der so ein bisschen Englisch und Deutsch verwechselt bei den Benennungen. Ich könnte jetzt Kies sagen oder Feuerstein. Aber ich sage immer noch Gravel und Flint. Und ich sage nicht zu Kohle Coal. Ich sage da einfach Kohle zu. Oder zu Eisen sage ich auch nicht Iron. Iron. Iron Chestplate. So. Melonenkerne, wir sind einfach die Besten. So, und noch mehr Brot. Redstone haben wir sowieso unendlich. Wie ihr in der ersten Folge mitbekommen haben solltet. So. Das heißt, wir haben schon mal sehr wichtigen Stoff. Und ich höre, glaube ich, einen Spinnenspawner. Möchte ich aber jetzt nicht direkt drauf festlegen. Na, hallo Skelett. Was geht denn bei dir ab? Das sieht nach einem Spinnenspawner aus. Ich weiß nicht, auf welcher Schwierigkeit der Server ist. Deswegen muss ich mal gucken. Hat den Bogen gedroppt. Aber lieber Seide mitnehmen. Ja, Spinne, ignoriere mich halt nur, dass ich dich einfach so hitten kann. Ja, wow. Don't fuck with me. So. Wollte ich eher alles noch für die EP machen. Do it for the EP. Noch mehr Gold. Sehr nice. Ich fand es nice, dass wir eine Spitzhacke... Ah, da ist hier noch Gold. Nein. Dass wir eine Spitzhacke geschenkt bekommen haben. So. Ah, wir haben... Oh, ja, so richtig viel Zeugs. Haben wir 3 Stacks Eisen? Ne, ich wollte schon sagen. 3 Stacks wäre aber ein bisschen arschviel gewesen. Welche Höhe sind wir hier? Höhe 23. Alles klar. Ich bin irgendwie der Einzige gerade auf dem Server. Können ja vielleicht noch ein paar andere kommen, je nachdem, ob die Bock haben und so, ne? Werde auch jetzt mit den anderen dann eventuell mal aufnehmen. Ich hoffe, die haben alle eine gute Qualität. Metros und Yama haben eine gute Qualität, aber ich weiß nicht, ob Rushy oder so, keine Ahnung, steht auf jeden Fall in der Beschreibung, könnt ihr mal vorbeischauen, ob die auch mittlerweile was hochgeladen haben. Ob die, je nachdem, ob die auch vor allen Dingen Erfahrung haben, weiß ich gar nicht. Muss ich alles mal gucken. Hat mich noch nicht ganz so damit auseinandergesetzt. So, auf jeden Fall haben wir schon mal Kohle genug und Eisen. Jetzt fehlen nur noch die Diamanten. So, alles klar. So. Ah, da ist noch was Eisen. Die machen wir den Stack aber auf jeden Fall noch voll. Wie viel noch? Noch 2 Stück. Ich hoffe, das sind jetzt genau 2 Stück. Dann wäre ich glücklich. Ach, ich bin so glücklich. So. Schienen mache ich mir eh selber. Die brauche ich nicht mitnehmen. Vom Spawn wollten wir halt so einen Weg machen. Zu unserer Festung dann, also zu unserem Pistenhaus, heißt das ja. Ah, komm, Spinne.
Hab jetzt keinen Bock drauf. Chill mal deine Basis. So. Und so. Ah, komm. Fight with me. Bums. Tolle Spinne. Gut, da hat mich der Pfeil gestriffen. Geschliffen wäre aber, dass er mich getroffen hätte. Aber dann noch weitergeflogen wäre. Das geht irgendwie nicht, Minecraft. Hm. Ich bräuchte langsam Essen. Okay, ich muss mich vom verrottetem Fleisch ernähren. So. Ah, ich habe hier keinen. Ah, wir haben jetzt wieder Platz. Noch mehr Eisen. Ja. Vielleicht finden wir irgendwo was Brot oder so wieder. Das wäre ziemlich awesome. Huh. Hier war die Weltgenerierung. Die neue. Der Chunk wurde quasi an der Stelle geladen. Vor allen Dingen, wo sollte das Wasser jetzt gerade herkommen? Hat sie überhaupt gar keinen Ursprung. Oh. Okay, der Server ist auf einfach. Weil sonst hätte ich jetzt Gift bekommen. So. Alter Verwalter. Na komm. Komm. Danke. So, da ist auf jeden Fall ziemlich viel Zeugs. Da will ich jetzt runter. Vor allen Dingen, das hier sieht lustig aus, dass hier einfach nur so ein Haufen Holz ist. So, wups, hier einfach mal runter. So langsam sollten wir jetzt eh auf Diamantenhöhe sein. Ja, wir sind auf Diamantenhöhe. Das heißt, hier müsste eigentlich irgendwo mal was Diamanterz sein. Redstone kann ich ja getrost ignorieren. So. Das ist noch was Gold. Was Seide. Ein bisschen hier am Rand vorbeigehen. Ja, so. Ha, voll der Ninja hier. So. Hallo? Okay, hier ist nichts. Warum, bitteschön, ist hier nirgendwo Diamanterz? Hat der Diamanten ausgeschaltet oder was? Das wäre echt fies. Können wir uns ganz enchantete Sachen machen. Ich muss unbedingt dran denken, an Lapis Lazuli zum Enchanten. Aber den nehme ich dann, glaube ich, aus Reflex mit. Wir brauchen nicht... Was brauchen wir nicht? Komm, zwei Steilschaufeln brauchen wir nicht. Dafür nehme ich jetzt was Wasser mit. So. Hier muss doch irgendwo... Da war die Quelle. So. Weil ich brauche einmal Wasser generell zum Schutz. Nicht nur, sondern auch, um mir einen Weg zu bahnen. Zum Beispiel hier lang. So, dann tue ich aber auch wieder Fackeln dahin. Fackeln immer dann oben platzieren, dass sie nicht weggespült werden. Ich höre eine Höhle. Eventuell hole ich mir die jetzt. Da ist sie. Ich hole mir die Höhle vor allen Dingen. Nee, ich will sie nur finden. Weil könnten Diamanten drin sein. Hm, hier ist auf jeden Fall nichts. Ah? Geht es sonst noch irgendwo lang? Da ist auf jeden Fall das Skelett, was ich gehört habe. So. Ist nicht die gleiche Schlucht, oder? Doch, das ist die gleiche Schlucht. Ich laufe im Kreis. Ah, hier ist Lapis Lazuli, sehr gut. Dann nehme ich das doch mal mit. Ich könnte eigentlich, weil ich eben so viel Eisenerz habe, ich könnte das jetzt mal schmelzen und so Eisenblöcken machen. Ich nehme dann einfach kein... Ach, komm her. Dann hätte ich nämlich wieder Platz im Inventar. So. Crafting Table. Dann mache ich mir nämlich noch ein bisschen ein paar Öfen. So. Alles klar. So,
Dann mache ich das wie immer. Und zwar brauche ich erstmal 4 Felder frei. Deswegen werfe ich das mal kurz weg. So. Ich mache es erst mit der Kohle. Erst mache ich es mit der Kohle. So. Und. Ach. So. Alles klar, das heißt, in jedes kommt jetzt 20 Kohle rein. So. Und jetzt machen wir es noch mit dem Eisenerz. So. So. Und so. Dann wird das jetzt alles gleichzeitig fertig sein zum Schluss. Sehr, sehr schön. Alles klar. So, dann können wir nämlich das schon mal aufheben. Und können schon mal ein bisschen weiter runter gehen. Aber nur ein ganz klein wenig. Oh je, oh je. Oh. Oh Gott. Mach's halt noch gefährlicher. Ich grab mich mal hier runter. Ah. Ich gehe mal hier lang. Wasserheime bereithalten mal lieber. Man weiß nie, was da noch so kommen kann. So. Ach komm. Ah. So. So, dann können wir nämlich hier schon mal weiter das wegnehmen. Dann mache ich nämlich hier raus Eisenblöcke. Die verbrauchen weniger Platz. Insgesamt dann, was kann ich noch machen? Das kann ich schon mal zu Holz vercraften. Und sonst erstmal nichts mehr. Truhen brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. Ich tue einfach jetzt mal, weil ich halt nichts zu tun habe, ein bisschen Kohle farmen. Oder ich gehe jetzt auf Diamantenhöhe und tue ein bisschen Strip Mine, bis das fertig ist. Das kann ich auch machen. Oh, hat die Welt einfach mal kurz nicht geladen. Ja, ich glaube, das mache ich. Da wollte ich gerade Strip Mine und da kommt eine Höhle. In der ich sogar schon war. Aber naja, wir können uns hier weiter runtergraben. Was für ein Zufall, wir graben uns genau da runter, wo Kohle ist. Und bauen dann gleichzeitig noch ein bisschen Kohle ab. So. Ah, hier ist die Obsidian-Ebene wieder. So. Höhe 7 mache ich mal. Ist eine Glückszahl von mir. So. Und dann werde ich angerufen. Und deswegen gibt es hier einen kurzen Cut. So, da bin ich wieder. Das Problem war jetzt sogar, dass, als ich gerade ans Telefon gehen wollte, der Anruf beendet wurde. Das heißt also, irgendwer ist drangegangen. Que pasa? So. Höhe 7, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hatte vergessen, die Tür zuzumachen zum Telefon. Deswegen wird man das hundertprozentig gehört haben. Es tut mir leid, Leute, dass ihr meine Töne hört, die ich im privaten Leben höre. Boah, bestimmt kann man mich jetzt mit Hilfe von diesem Klingelton lokalisieren, indem man einfach guckt, von welchem Telefon dieses Klingeln stammt und wo dieses Telefon verkauft wurde. Überall, dann tut man so ein bisschen das Feld einschränken, anhand meines Akzentes merkt man teilweise, dass ich aus dem Rheinland komme. Dann wisst ihr genau, wer ich bin. Ey, bestimmt geht das. Für so richtige Leute, die sowas drauf haben, die machen das bestimmt so. Ja, kann jetzt auch mal ein paar Diamanten kommen. Das ist ja wie beim Minecraft. Da suche ich auch 10 Jahre nach Diamanten. Vor allen Dingen, ich sneake. Ah. Ich sneake eigentlich nur, damit mich Spieler nicht sehen, aber... Hey, wer will mich bitte schön sehen? Noch ist keiner drauf. Eventuell werde ich das auch ein bisschen noch cutten, diese Folge. Weil das doch ein bisschen länger dauert, als ich dachte. Guten Tag, Lava. Tschüss. So, jetzt haben wir ja... Können wir nicht mehr sprinten, deswegen esse ich das verrottete Fleisch. So, weil jetzt am wenigsten Hunger verbraucht wird wieder. Hier habe ich mich eingegraben.
Deswegen musste der Block kurz weg. Wir haben noch Platz in dem Inventar. Sehr schön. So, wie weit sind die Öfen? Wir müssen ja nicht alles. Ah, Skelette. So. Oh nein, nein, nein. Also. So, so. Und so, so. Alles klar. 9 Eisenblöcke. Wie viele Eisengolems können wir daraus machen? Genau, 2. Wir machen uns keine Eisengolems daraus. Nie im Leben. So. Nehme ich die schon wieder auf. So, 2. Oh, ich habe aus Versehen da nicht das Eisen rausgenommen. So. 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 Hehe, ein Stück Eisen. So. Ah, ich dachte schon, soll ich jetzt angreifen, aber hätte eh nichts gebracht. So, dann können wir das abbauen. Und die Öfen. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall einen Inventarslot frei haben. Scheiße. Ah, kommt erstmal ihr Skelettchen hier. Gebt mir eure Pfeile und Knochen. Ich stehe auf Knochen. Diese Knochen. So. Na, kommt her. Naja, leck erstmal. Danke, danke, ja. Ich liebe es, wenn der PC leckt. Vor allen Dingen, das kann niemals der PC sein. Der ist gerade so richtig unausgelastet. Ich weiß nicht, geht das überhaupt? Unausgelastet? Ich weiß es nicht. Und welches Wort verwendet man sonst dafür? Ach komm, lass mich doch einfach in Ruhe hier. Ihr habt keine Ahnung. Treibt mich da in die Lava, die da war. Ich weiß. Ohne Scheiß. Penetriert ihr mich bitte nicht. Da kommt das Skelett aus der Hölle emporgeschliffen. Oh, nee. Ach so, das war IP. Ich dachte gerade, was brennt denn da jetzt ab? So. So. Gucken wir jetzt mal. Also auf jeden Fall möchte ich noch diese Folge Diamanten finden. Weil ich nicht mit leeren Händen zurückkommen möchte. So. Gucken, wann die anderen dann immer aufnehmen werden. Ich werde auf jeden Fall immer im Voraus dann aufnehmen. Das wird jetzt für ein paar Tage sein. Was werfe ich weg? Ich mache mir ein neues Schwert. So. So. Na, war klar. So. Hallo. Lava, tschüss Lava. Okay. Vor allen Dingen, ich habe die ganze Zeit meine Koordinaten auf. Aber das stört euch hoffentlich nicht. Hab's ja schon immer etwas kleiner. Ah. Welche Höhe? 11, ne, war das, ja. Sollten eigentlich auch Diamanten sein, aber ich finde einfach keine Diamanten. Ich weiß nicht, was das ist. Ah, so. Perfekto. So. Nehmen das Gold noch mit. Und dann geht's auch schon weiter. Krass, ich finde einfach, man kann die Diamanten. Normalerweise finde ich Diamanten so schnell. Habe ich die Spawnrate irgendwie runtergestellt? Aber das wäre bestimmt im Log gewesen, dass sie die Spawnrate runtergestellt haben. Also die Generierungsrate. Wird hier generiert und nicht gespawnt. So, ein bisschen Lapislazuli. Sollte auf jeden Fall gleich erstmal genügen. So. Zum Glück spielen wir in der 1.8, weil das Enchanting-System da auch ein bisschen anders ist. So. Alles klar. So, hier. Alter, ohne Scheiß. Ist doch kacke. Oh, ich hab nichts auf meiner Bar. So. Alles klar. So, dann. Wir können nicht mehr laufen. Essen wir wieder was?
Und voller Hunger. Sehr gut. Vorübergehend wieder. Und dass wir uns recken können. Ich versuche also so wenig Leben wie möglich zu verlieren. Hier geht's noch weiter. Hier, so. Guten Tag, hallo. Ah, ja, super. Also hier gibt's ja echt gar nichts. Gar nichts, sage ich euch. Krass. Also wenn ich Diamanten finde, dann werde ich auf jeden Fall austicken. So. Ah, das sieht auf jeden Fall vielversprechend aus. Ist auf jeden Fall ziemlich groß und ist auf Höhe 11. Ja, könnten welche sein, muss aber nicht. Würden auf jeden Fall am Boden sein, wenn. So. Das ist was Lapislazuli. Jo, warum ich das gemacht habe, keine Ahnung. So. Ah, gucken wir mal hier oben. Ich suche halt immer Höhlen, die ziemlich tief gehen und dann auch auf der Tiefe bleiben. So wie meine Witze. So. Hm. Komisch. Ich finde einfach keine Diamanten. Na, ich guck mal da. Können ja überall welche sein. Jetzt kommen sie. Ich bin irgendwie an Diamanten vorbeigelaufen. Wieder. Zigtausend Mal, wie ich es immer mache. Ja. Da komisch, das Redstone, wenn ich das immer liegen lasse, ist so ungewohnt. So. Na komm. Und dann hier lang und hier das abbauen. Dass ich hier wieder rauskomme. Fress mein verrottetes Fleisch. Und spring hier schnell rüber. Na. Hm. Na komm. Dann spring auch da bitte drauf. Oh, hier nix. Dafür muss jetzt eine Fledermaus sterben, dafür, dass ich Diamanten nicht finde. Na kommt. Ah. So. Oh. Mann. Und hier ist auch eine Sackgasse. What the fuck? Das ist ja scheiße. So. Und sind wir jetzt schon bei dem Stack wieder voll? Nein, noch nicht. Weil wenn jetzt wieder ein Stack kommt, dann gehe ich wieder auf die Blocktechnik, dass ich die zu Blöcken mache. Ah. Was ich mir auf jeden Fall machen werde, ist eine Auto-Chicken-Farm. Das heißt, dass wir auf jeden Fall ziemlich viel Essen haben. Das finde ich jedenfalls ziemlich cool. Können wir, glaube ich, sogar schon machen. Mit dem Stuff, das wir haben. Ich finde Slime. Ah, wir haben eh unendlich Slime. Ui. Da schon wieder sind wir. Diesmal auf der anderen Seite. Hey. Na komm, wir gehen hier wieder hoch. So. Alles klar. So. Und dann hier einfach so wieder eine Treppe bauen. Dann sind wir da auch schon wieder oben. Können ja Diamanten eventuell in Kisten finden. Gibt die Hoffnung nicht auf. Und Essen vor allen Dingen. Was Nahrhaftes. Nicht nur verrottetes Fleisch. Ja, hier ging es noch weiter, ne? Ja. Wow. Echt ging es da weiter. Na komm. So. Noch ein Spinnenspawner. Nichts. Blocken das ab. Hier ist auch nichts. Also langsam gebe ich die Hoffnung echt auf. Ah, hier geht's noch weiter. Ah, nee, geht es nicht. Dann müssen wir jetzt beim Spinnenspawner gucken. Da geht's noch weiter.
Ich liebe die Weltgenerierung, die ist so nicht normal. Hier, guckt euch das an. Ja, Block-Update. Oh, cool. Die Lücke hätte ich sehen müssen. Mann. Gar nix. Gar nix. So, dann auf zum Spinnenspawn und hoffen, dass das irgendwie weitergeht. Ja, Spinne. Ist okay. Ach, geh doch weg. Und stirbt. So. Ja, da ist was. Kürbiskerne kommen. Kohle, Kohle. So. Eisen, Barren, Redstone oder Kürbis nehmen wir mit. Ach komm, zwei Federn. Ne, keine Diamanten. Schade eigentlich. So, dann gucken wir hier noch. Und wenn da nichts ist, dann ziehen wir nach Hause. So. Na super. Gut, ich grab mich nach oben. Ich brauche eine Fackel. Oh, hab ich sogar. Ich brauche noch eine Fackel zum Hochbauen. Obwohl, hier geht's voll weiter. Oh ja. Was Brot immerhin. Ein bisschen was zu essen. So, markieren, dass ich da schon dran war. Ja, ein bisschen Stuff ist da drin, aber nichts ultra wertvolles. Nee. Schade. Hätte mich gefreut, wenn da noch was gewesen wäre. Moment. Ich wollte nämlich sagen, eben habe ich, meine ich, nämlich noch eine andere Etage gesehen. Hier ist also eine zweite Etage. Können die doch mal abklappern. Ich war sogar auf der Etage. Habe ich die nicht zu Ende untersucht? Bestimmt war ich wieder so, mache ich nachher, merke ich mir. Und habe ich es wieder vergessen. Nee. Da geht's noch weiter. So, so. Nope. Alles klar. Auf geht's nach oben. So. So. Dann dürfte das eigentlich auch relativ schnell gehen, wenn wir das so machen. Dann gucke ich, wo habe ich meinen Zettel mit den Koordinaten. Ah. Muss ich gleich mal gucken, wo ich den habe. Den habe ich mir irgendwo hingelegt. Nö, nö, ich sehe nicht, ich sehe nicht. Ich gucke jetzt mal ein bisschen, während ich mich hochbaue. Ich höre schon Schweine. Das heißt, wir sind schon nah an der Oberfläche. Sollte jetzt gleich eigentlich schon das Gras... Wir haben uns einfach direkt... Oh. Unter einem Baum. Wir sind in einem Sumpf. Okay. Okay. Lass mich kurz überlegen, wo wir sind. Das ist der Berg, wo wir uns aufgebaut haben. Das heißt, ich muss überhaupt gar nicht den Zettel raussuchen. Das ist natürlich auch aus. Und die Lilianen sind übrigens so wegen der Weltgenerierung. Wir haben halt den Server auf der 1.7.10 gestartet. Und dann sind wir in die 1.8 übergegangen, deswegen ist quasi überall, wo der Server geladen hat, 1.7.10 Gebiet. Deswegen ist das so ultra abgeschnitten. Ach komm, für den kurzen Weg kann ich noch vergammeltes Fleisch essen. So. Gut, wo ist denn unser kleines Lager? Wo haben wir das denn hingetan? Da ist auf jeden Fall Chicken noch. Auf jeden Fall bei Birken. Ich glaube, da vorne. Das kann gut möglich sein. Ach komm, da deine können wir auch noch essen. Auch wenn es mir jetzt Hunger gegeben hat. So. Ja. Das war jetzt nicht klug, da zu essen. Das sieht sehr nach der Stelle aus und dann war hier
Unser Klein. Ja, ist die Einkerbung. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gut. Dann würde ich vorschlagen. Mal statt jetzt erstmal. Oh, sehr gut, was zu essen. Ja. Und die Bäume da sind gewachsen, die ich da gepflanzt habe. Das ist auch sehr gut. So, dann. Oh, noch mehr zu essen. Geil. So, 24 geteilt durch 8. Da merke ich mir einfach, dass 16, 2 ist 1, 2, 3. So. So, 35. Das wäre das 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, so. Alles klar. Das ist schon mal sehr gut. Dann fange ich direkt an mit einer Farm. Mach mir also schon mal eine Hacke. So. Erfolg. Fang an zu ackern. Okay. Einfach mal einen Erfolg bekommen. Ach, das wollten wir alles da drin machen, ne? Das heißt, ich muss jetzt hier noch eine Farmlager machen. Ich werde eh eine automatische Farm noch draus bauen. Aber für den Anfang müssen wir uns erstmal mit solchen Farmen zufrieden geben. Hi. Das ist zum Beispiel jetzt Yama. Ach, die Folge wollte ich beenden. Ich wollte die Folge beenden, bevor ich hier weitermache. Also, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und sage tschö, bis dann und man sieht sich.